Diese 7 Routineaufgaben solltest du in Google Ads auf keinen Fall vergessen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Christoph und wir helfen Unternehmen dabei, ihre Umsätze und ihren Gewinn maximal zu skalieren, indem wir ihre wirklich realisierten Umsätze und Gewinne messbar machen und profitable Kampagnen auf Google aufsetzen. Auf Wunsch machst du das als Werbetreibender auch komplett mit einem Autopilot. Wenn einmal das Setup steht und du verstanden hast, wie die Zusammenhänge sind, dann kannst du das Ganze auch alleine fortführen. Heute gucken wir uns an, was sind denn eigentlich die hauptsächlichen Aufgaben, die man immer wieder in einem Google Ads Konto hat. Ja, das werde ich oft gefragt und das möchte ich euch gerne einfach mal mitgeben, was aus meiner Sicht die 7 wichtigsten Routineaufgaben sind. Das erste und aus meiner Sicht wichtigste ist, dass du dich einfach mal regelmäßig kurz bei Google anmeldest, in deine Google Ads Kampagnen schaust und einen ersten großen Blick darauf wirfst, was läuft eigentlich. Wird das Budget ausgegeben? Ist es vielleicht viel zu wenig, was ausgegeben wird? Ist es vielleicht auch zu viel? Wie sind die Ergebnisse? Also da musst du definitiv auch deine Ziele vorher definiert haben und auch messbar haben. Also ne, läuft die Kampagne gerade im Sinne deiner Ziele gut oder läuft sie im Sinne deiner Ziele schlecht? Das solltest du festgelegt haben, solltest dann relativ schnell erkennen, ist alles in Ordnung oder muss ich irgendwie etwas tiefer schauen und etwas tiefer in die Analyse einsteigen? Wenn alles in Ordnung ist, ja, dann reicht das auch, irgendwie mal 2 Minuten einmal die Woche reinzuschauen und halt einen Blick zu werfen, ob das alles noch passt. That's it. Ja, aber wichtig ist, und ich kenne da tatsächlich Werbetreibende, gerade größere mittelständische Unternehmen, die lassen das Konto teilweise seit Monaten oder sogar Jahren unbeobachtet laufen. So, dann, wenn du feststellst, da läuft irgendwas noch nicht ganz richtig, dann musst du natürlich etwas tiefer ins Detail schauen. Und da ist die erste Sache, guck dir mal an, ob deine Gebotsstrategie sinnvoll ist, ob die Gebotsstrategie genügend Daten bekommt. Also gerade wenn du auf Conversions oder auf Conversion-Werte optimierst, kriegt Google dann wirklich auch sowohl eine Anzahl an Conversions als auch die Conversion-Werte übermittelt. Ja, und kann Google auch anhand deiner Gebotsstrategie und anhand deines Ziels überhaupt noch arbeiten? Hast du mindestens 30 Conversions im Monat? Und hast du eben auch dann Conversion-Werte dahinter liegen. Damit du dir diese ersten Punkte einfach mal anschauen kannst, gehst du einfach in deine Kampagnenübersicht und guckst auf die Standardspalten Impressionen, Klicks, Klickrate, Durchschnitts-CPC, Kosten, Conversions, ne, und ob eben auch beim Conversion-Wert was ankommt. Wenn dir Spalten fehlen, die für dich wichtig sind, gehst du auf Spalten, Spalten anpassen, ja, und klickst dir eben noch die Sachen dazu, die für dich dann tatsächlich wichtig sind. Ja, diese Spalten sind im Prinzip die, die wirklich die gängigsten sind und sogar noch ein bisschen drüber hinaus. Also nach der ersten Aufgabe regelmäßig kurz einfach die Gesamtperformance kontrollieren, ist dann das zweite, wenn da irgendwas nicht ganz passt, ist die Gebotsstrategie noch funktionsfähig? Ja, hat sie genug Daten? Funktioniert sie? Kann sie das Budget ausgeben und erreicht sie die Ziele? Das war Punkt 2. Punkt 3, gerade beim Thema der Suchkampagnen, was die häufigste Kampagnenart ist, gehst du bitte regelmäßig in die Suchbegriffe. Auch etwas, was wir immer wieder sehen, dass das leider sehr stiefmütterlich bis gar nicht behandelt wird. Ja? Suchbegriffe bedeutet, wenn du Keywords ausgewählt hast, auf die du deine Anzeigen schalten möchtest, dann hat Google immer, je nach Keyword-Option, von weitgehend passend über Wortgruppe bis genau passend, entweder sehr viel Freiraum, das Ganze zu anderen Begriffen zuzuordnen oder sehr wenig. Ja? Und diese Suchbegriffe, worauf Google letztendlich deine Anzeigen schaltet, das kannst du dir im Bereich Statistiken und Berichte und dann Suchbegriffe anschauen. Ich mache es so, dass ich dann immer einmal nach Impressionen sortiere absteigend und einmal nach Kosten absteigend. Und dann gehe ich durch und gucke, was sind Begriffe, die zu meinem Geschäftsmodell passen und wo sage ich, das passt überhaupt nicht. Ja? Wenn jemand nach diesen Begriffen sucht, dann ist das nicht meine Zielgruppe. Wenn du da was hast, ja, und in diesem Fall, alle, die das Video jetzt sehen, wundert euch nicht. Hier sind einfach sehr viele Begriffe, die bei YouTube ausgespielt werden, wo dann anscheinend unsere Videos ausgespielt werden. Sehr wenig Impressionen dann bei diesen Begriffen, aber nichtsdestotrotz sind hier ein paar dabei, wo ich sage, okay, darauf brauchen wir keine Werbung schalten. Ja, das ist sozusagen nicht zielgerichtet. Zum Beispiel gruselige Videos. Dann setzt du dort entsprechend die Häkchen, ne? Also das, was du quasi zukünftig davon ausschließen willst und sagst, als auszuschließende Keywords hinzufügen. Und dann kannst du noch
auswählen, ob er das für die Anzeigengruppe nur machen soll, in der diese Suchbegriffe aufgetaucht sind, oder für die gesamte Kampagne. Oder ob du das zu einer Liste hinzufügen willst, was du vielleicht dann auch auf weitere Kampagnen ausdehnst. Ja, das ist ein bisschen dir überlassen, hängt von deiner Kampagnenstruktur und Kontostruktur ab. Im Normalfall reicht es auch aus, wenn du einfach auf Anzeigengruppen- oder Kampagnenebene das Ganze ausschließt. Ja, und ab dem Moment werden deine Kampagnen immer zielgerichteter, ja, und werden halt immer weniger auf irrelevante Begriffe geschaltet. Ja, das war jetzt Routineaufgabe Nummer 3, Suchbegriffe. Kommen wir zur Routineaufgabe Nummer 4. Ja, Nummer 4 ist, regelmäßig die Empfehlungen durchzuschauen. Die Empfehlungen sind eine automatisierte Funktion von Google, die einfach auf Basis einer Art Checkliste und eines Erfolgsrezeptes, laut Google zumindest, dir proaktiv Vorschläge gibt. Manche sind davon zielführend. Ja, die passen, die kannst du durchaus dann auch anwenden. Ja, zum Beispiel, wenn Google sagt, ja, der Ziel-ROAS oder Ziel-CPA erreicht deine Ziele und du bist beschränkt durch das Budget, dann kannst du natürlich das Budget erhöhen. Das ergibt durchaus Sinn, ja, wenn die Kampagne profitabel läuft und Google sagt, ich kann zum gleichen CPA oder zum gleichen ROAS dir deutlich mehr Umsätze generieren, dann erhöhe natürlich das Budget. Das ist durchaus sinnvoll. Wenn du generell keine Sitelinks bisher hast oder Zusatzinformationen oder andere Erweiterungen, dann ergibt es auch Sinn, dass Google dich darauf hinweist, ich empfehle dir, dass du da noch Sitelinks und Co. hinzufügst. Was oftmals eher weniger Sinn ergibt, ist zum Beispiel in diesem Fall ein Merchant Center Konto zu erstellen und zu verknüpfen, weil wir bewerben keinen Online-Shop, ne, woher auch immer jetzt diese Empfehlung kommt, aber das ergibt für uns persönlich keinen Sinn, also lehnen wir diese zum Beispiel ab. Ja, das kannst du mit diesen drei Punkten machen, oben rechts bei jeder Empfehlung, und da gibt es dann den Punkt Ablehnen. Ja, auch möchte ich aktuell kein CROAS festlegen, ich möchte kein CPA festlegen, ich möchte auch nicht irgendwelche angeblich redundanten Keywords entfernen, die sollen so drin bleiben, wie sie aktuell sind. Ich möchte auch kein Lead-Formular hinzufügen. Also prüfe wirklich jede Empfehlung, ob das wirklich auf dein Ziel einzahlt. Zum Beispiel etwas, was ich dir nie empfehle, ist die sogenannte optimierte Ausrichtung zu verwenden. Das ist eine Display-Netzwerk-Funktion. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du hast eine Remarketing-Kampagne, wo du also auf Zielgruppen aussteuerst, die schon mal auf deiner Seite waren, die etwas im Warenkorb gelegt haben, die schon mal etwas gekauft haben. Und du sagst dann, ja, ich möchte diese Empfehlung der optimierten Ausrichtung übernehmen. Das heißt, deine Kampagne ist keine Remarketing-Kampagne mehr, sondern Remarketing ist dann meist nur noch ein Teil von 5-10% der Gesamtkosten. Der Rest kommt von irgendwelchen Nutzern, wo Google denkt, hey, das könnte passen, dem schalte ich jetzt auch diese Werbeanzeigen. Ja, ich habe schon so oft Unternehmen und Werbekonten gesehen, wo genau dieser Fehler gemacht wurde, ja, und wo gedacht wurde, okay, wir geben hier jeden Tag 500 Euro fürs Remarketing aus, warum funktioniert das eigentlich nicht so gut? Ja, und wenn ich dann zeige, okay, von den 500 Euro sind 470 Euro für irgendwelche Nutzer im Display-Netzwerk und eben nicht für die Remarketing-Listen, dann ist tatsächlich meistens schnell der Hebel gefunden, um eine Menge Geld einzusparen. Das war Tipp Nummer 4. Guck dir regelmäßig die entsprechenden Empfehlungen durch, ne, und lehne gern die ab, die nicht passen, und übernehme gerne, wo du sagst, okay, das passt. Dann die 5. Empfehlung. Ja, das ist im Prinzip auch direkter Zusammenhang mit der Geburtsstrategie. Schau dir regelmäßig einmal ganz kurz an, ob mit dem Conversion Tracking noch alles funktioniert. Ja, also ist das über einen längeren Zeitraum sinnvoll? Kannst du die Zahl der Conversions nachvollziehen? Hast du sinnvolle Conversions gemessen? Kannst du da vielleicht auch etwas mal als sekundär oder primär, also was für die Geburtsstrategie herangezogen wird als Zahl, als primär einstellen, oder was du eben vielleicht nicht mehr als Optimierungsgrundlage haben möchtest, zum Beispiel eine Sitzungsdauer auf deiner Seite, das dann eher als sekundär zu definieren. Ja, das kannst du eben auch durchschauen. Guck auch nach, ob du bei Status hier Fehlermeldungen siehst. Also keine kürzlich erfassten Conversions. Kann durchaus sein, dass du keine bekommen hast. Wenn du aber welche bekommen hast und die kommen bei Google nur nicht an, dann würdest du auf jeden Fall mal das Tracking prüfen. Genauso wie wenn Google anzeigt, dass die Conversion inaktiv ist. Also schaut da einfach mal durch, ob ihr hier entsprechende Meldungen habt, ne? Gerade die roten oder auch die grauen, die sind tatsächlich dann eben für euch auch von der Aufmerksamkeit her wichtig. Auch hier unten das gelbe, Überprüfung erforderlich. Ne? Da müsst ihr auch einfach mal schauen, kommen da die Daten noch an? Ist das richtig, dass da schon so lange nichts mehr ankam? Und müsst ihr da vielleicht irgendwas korrigieren, ja, oder korrigieren lassen. Dann der Tipp Nummer 6, Qualitätsfaktoren prüfen.
Ja, also wenn du Suchkampagnen hast, wie gesagt, das ist ja die häufigste Kampagnenart, dann schaust du bitte auf der Keyword-Ebene. Du springst also rein in deine Kampagne, gehst dann eben auf die Keywords und du blendest dir, wenn du sie noch nicht drin hast, über die Spalten den Unterbereich Qualitätsfaktor ein, ja, und nimmst dann Qualitätsfaktor, erwartete Klickrate, Anzeigenrelevanz und die Nutzererfahrung als Spalte mit rein. Und dann siehst du diese für jedes Keyword. 10 ist der Optimalwert, da brauchst du nichts mehr optimieren. Ja, das passt, besser geht's nicht. Alles, was unter 7 ist, ist tatsächlich eine Sache, wo du mal genauer gucken solltest, warum ist der denn eben nicht höher? Hast du was bei der Klickrate an schlechterer Bewertung? Ja, dann wäre das eben das Thema Anzeigentext, genauso wie Anzeigenrelevanz. Ne? Gerade auch überlegen, passt die Struktur Anzeigengruppen, Keywords zu dem Thema Anzeigentexte? Und ist die Nutzererfahrung in Ordnung? Nutzererfahrung, wenn die nicht gut ist, kann es sein, dass die Nutzer entweder nach ein paar Sekunden von deiner Seite wieder wegspringen oder deine Ladezeit nicht gut ist von der Seite oder Google das versprochene, also beworbene Thema auf deiner Seite, wo du hin verlinkst, nicht das findet, was er erwartet. Ja, das sind im Prinzip im Schnelldurchlauf das Thema Qualitätsfaktor. Die können sich innerhalb von jeder Impression verändern. Ja, ich sage jetzt mal, täglich können die sich verändern. Ja, da siehst du dann wirklich auch veränderte Werte. Schau dir die mal durch. Wie gesagt, gerade dann, wenn du wichtige Keywords hast, die einen schlechteren Wert haben als 7, dann solltest du auf jeden Fall handeln. So, und dann der siebte und letzte Tipp, der aber auch echt wichtig ist. Und da fällt mir immer wieder ein schönes Zitat ein, was ein Googler mal gesagt hat. Und zwar kannst du erst dann aufhören, deinen Anzeigentext zu optimieren, wenn du eine Klickrate von 100% hast. 100% ist absolut unrealistisch, was im Umkehrschluss heißt, du kannst eigentlich nie aufhören, deinen Anzeigentext immer wieder zu optimieren. Und auch da, ne, wenn du diesen Anzeigentext dort hast, dann schaue als erstes mal, ob du wirklich auch alle verfügbaren Überschriften und alle verfügbaren Beschreibungen drin hast. Denn wenn du das nicht hast, ja, dann ist das Optimierungsbedarf Nummer 1. Füll bitte wirklich, wenn es geht, alle Überschriften, alle Textzeilen aus. Auch wenn das vielleicht mal eine halbe Stunde dauert, dass du dich damit beschäftigen musst, aber nutze das bitte. Ja, nutze die Chance, dass du diese ganzen Kombinationsmöglichkeiten auch entsprechend dann hast. Überlege bei den ganzen Überschriften und Texten, ob du auch in die Vorteilskommunikation gehst, ob du auch emotional die Leute ansprichst. Je nachdem, welches Thema du hast, ja, kannst du auch oftmals wirklich über die Emotionen, über die auch textliche Bildsprache, ne, also Bilder im Kopf deiner Kunden erzeugen. Gerade wenn es um sowas geht wie Hochzeit, Verlobung, Umzug, ja, da kannst du viel mit Emotionen auch arbeiten. Das kannst du dann eben super auch verwenden in deinen Texten. Was ich ganz gerne mache, ist, wenn du jetzt schon einen Text hast, wo du sagst, der ist eigentlich ganz gut, ne, der passt so in der Form, dann leg doch einfach in der Anzeigengruppe mit den meisten Impressionen bisher, also gerade über die letzten 30 Tage gesehen, einfach mal noch einen weiteren Suchanzeigentext an und dort machst du einfach mal etwas anderes. Also du nimmst andere Arten von Titeln, andere Arten von Beschreibungen. Ja, du lässt dir vielleicht auch über ChatGPT oder andere KI-Tools helfen und sagst, bitte, ne, schlage mir für Google Anzeigentexte vor. Auch da kommen oft gute Ideen raus und arbeite auch mal mit Fragen, auch mal mit Aussagen, eben auch mit Emotionen, mit der Vorteilskommunikation. Also geh einfach da auch mal andere Wege, lass diesen Text aber auch mindestens eine Woche laufen. Also dieser Text braucht ja auch wieder eine gewisse Zeit, einfach zu gucken, welche Kombination von Titeln und Beschreibungen funktionieren denn wirklich gut. Das heißt, die Klickrate könnte am Anfang noch niedrig sein, die kann aber nach ein, zwei Wochen sehr viel besser sein als dein bisheriger Text. Ja? Also lass da auch ein bisschen Zeit vergehen. Ja, und dann guck einfach auch nochmal, ob du Bilder verwendest in diesem responsiven Suchanzeigentext, ob du da Firmenlogo und Name auch mit verwendest und dann die anderen Sachen, die ich dir auch genannt habe. Ja, das waren also die 7 Routineaufgaben, die du aus meiner Sicht bei Google Ads immer im Blick haben solltest. Kannst du dir gerne auch selbst nochmal aufschreiben. Vielleicht machst du dir auch eine Outlook, vielleicht machst du dir auch eine Kalenderaufgabe, dass du das regelmäßig einfach durchgehst. Das erste war, guck immer mindestens einmal die Woche in das Konto rein, ob alles soweit läuft, ob die Performance stimmt. Wenn ja, kannst du gerne wieder was anderes machen. Wenn nein, dann geh etwas tiefer rein. Guck dir zum Beispiel Punkt 2, dieses Thema Geburtsstrategie an. Gibt es da genügend Informationen, auf die Google optimieren kann? Funktioniert das Ganze auch? Musst du da vielleicht nachsteuern?
Schau dir die Suchbegriffe an, das war Nummer 3. Guck dir die Empfehlungen durch, mach dich aber davon nicht abhängig und lass dich davon auch nicht nervös machen. Die Empfehlungen sind nur eine Hilfestellung. Guck dir unter Conversions an, ob das Tracking noch wirklich auch bei allen Conversions funktioniert, ob du da noch was verbessern kannst. Dann Punkt Nummer 6 war das Thema Qualitätsfaktoren. Schau dir das mal an auf Keyword-Ebene. Und 7. und in diesem Video oder in dieser Folge letzter Punkt, Texte überarbeiten. Nutz einfach mal die Möglichkeit, wirklich ganz andere Art von Ansprachen zu wählen und zu schauen, ob du damit vielleicht insgesamt das Ganze verbessern kannst, weil eine steigende Klickrate führt zu besseren Qualitätsfaktoren. Das wiederum führt zu günstigeren Klickpreisen. Das wiederum führt zu einem besseren CPA oder Zielroas. Ja? Also mach das gerne, guck dir das durch. Wenn du noch viel tiefer in den einzelnen Punkten gehen willst, wir haben alle jetzt ja nur angerissen, dann empfehle ich dir, dass du auf der masterofsearch.de Seite einfach mal ein Erstgespräch buchst, denn wir können dir das gesamte Wissen gerne vermitteln. Wir können die Kampagnen für dich aufsetzen, übernehmen. Ja, sprich einfach mal mit uns. Wir schauen, wie wir dir am besten helfen können ab dem Punkt, wo du gerade mit Google stehst, ja, und dir dann eben auch in Richtung deiner Ziele für deine Kampagnen auch weiterhelfen können. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns im nächsten Video und hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.